Die Sonne ist wieder da, alle wollen raus in die Natur und da ist natürlich auch schnell wieder von Zecken die Rede. Und dieses Thema, das betrifft uns ja auch alle. Professor Ralf-Uwe Peter ist ehemaliger Geschäftsführer und erster Direktor der Blaustein-Klinik, ehemaliger ärztlicher Direktor der Abteilung Dermatologie der Ulmer Universität und des Bundeswehr-Krankenhauses, also jemand, der sich auskennt. Herr Peter, wo sind denn bei uns in der Region die Gefahren am größten und warum sind Zecken überhaupt gefährlich? Grundsätzlich sind Zecken aus zwei Gründen gefährlich, weil sie sowohl eine Viruserkrankung übertragen, die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis, das ist also eine gefährliche Hirnhautentzündung, die zu Lähmung bis zum Atemstillstand führen kann, ist lebensbedrohlich und man kann sie nicht behandeln. Das heißt, hier ist die Impfung das Essentielle und deshalb sollten eigentlich alle Menschen in Endemiegebieten, zu denen auch die Umgebung von Ulm und Neu-Ulm immer wieder gehört, das ändert sich von Jahr zu Jahr, das kann man beim Gesundheitsamt jeweils erfragen, wo die aktuellen Verbreitungsgebiete sind, aber alle Menschen in diesen Gebieten sollten sich präventiv gegen diese Frühsommer-Meningoenzephalitis, abgekürzt FSME, impfen lassen. Die zweite Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird, ist die sogenannte Borreliose. Borrelien sind Bakterien, die quasi mit den Syphilis-Bakterien verwandt sind und sich deshalb sehr langsam vermehren. Und das hat eine Relevanz für die Behandlung, denn diese Borrelien müssen lange behandelt werden. Man benötigt hier eine Therapie von mindestens 3 Wochen, also wirklich 21 Tage. Das ist wichtig und die sollte auch nicht unterbrochen werden, damit ständig ein entsprechender Antibiotikaspiegel im Blut bleibt, damit auch die letzten Erreger aus dem Blut verschwinden. Geschieht das nicht, kann es durch Borrelien zu gefährlichen akuten wie auch Nachkrankheiten kommen. Akut ist eine Borrelieninfektion oft daran zu erkennen, dass an der Bissstelle der Zecke oder der Einstichstelle letztlich ein roter Ring entsteht, der dann nach außen wandert. Das ist also im Volksmund nennt man das die Wanderröte. Der Fachausdruck ist Erythema chronicomicrans. Und diese Rötung ist typisch für eine Borrelieninfektion. Sollte so etwas da sein, bitte sofort den Hautarzt oder den Hausarzt aufsuchen, um dann eine entsprechende antibiotische Therapie zu beginnen. Die Diagnose ist in dem Moment noch klinisch. Eine Blutentnahme ist in dem Moment wahrscheinlich noch nicht positiv. Erst nach etwa 14 Tagen sind bestimmte Frühparameter positiv, die man untersuchen kann. Und nach 6 Wochen ist es dann sicher positiv. Man sollte unbedingt also nach einem solchen Ereignis, nach 6 Wochen und auch dann nochmal nach 12 Wochen, eine Blutentnahme durchführen lassen, um eben eine sogenannte Borrelien-Serologie, also eine Untersuchung des Blutes, auf Antikörper gegen diese Borrelien vornehmen zu lassen. Denn nur dann weiß man, ob erstens eine solche Infektion stattgefunden hat und zweitens, ob sie erfolgreich therapiert wurde. Das ist sehr wichtig. Die Nachkrankheiten, die hier auftreten können, sind schwere Gelenkerkrankungen, Muskelschmerzen, rheumatische Beschwerden, Hirnentzündungen, Hirnhautentzündungen, neurologische Veränderungen bis hin zu Lähmungen. All das kann mit Jahren und Jahrzehnten nach einer solchen Infektion auftreten. Auch eine spezielle, seltene Hauterkrankung durch einen speziellen Typ der Borrelien, nämlich die Acrodermatitis chronica atrophicans. Bei der wird die Haut papierdünn plötzlich aus heiterem Himmel, 10, 15, 20 Jahre nach einer solchen Borrelieninfektion. All das kann vermieden werden mit einer rechtzeitigen, sachgerechten Therapie. Also ist Borreliose heilbar, wenn man sofort rangeht? Also die Borreliose, das heißt die Infektion mit Borrelia burgdorferi, das ist der häufigste Typ bei uns. Es gibt ungefähr 20 verschiedene Serotypen weltweit. Und bei uns ist der Typus, der eher diese Hautatrophien macht und gegebenenfalls auch neurologische Veränderungen. In den USA ist eher der Typ, der die Gelenkbeschwerden macht. Aber beide Typen sind überall verbreitet. Auch in Europa gibt es eben den, der die sogenannte Lyme-Borreliose macht, also die Gelenkbeteiligung. Das heißt, die Unterscheidung ist heute nicht mehr so scharf zu nehmen, wie man es noch vor 50 Jahren noch trennen konnte. Was ist mit FSME? Beides ist behandelbar mit einer entsprechenden Doxycyclin-Therapie, die man üblicherweise durchführt. Die Alternative wäre eine Infusionstherapie, zum Beispiel eine Ceftriaxon, das ist ein Cephalosporin. Auch da dann 3 Wochen Infusion täglich, also 21 Tage. Hat man früher stationär gemacht, geht heute nicht mehr. Aber noch einmal, wenn man das hat,
sofort leitlinienkonform, hochdosiert, antibiotisch behandeln. Da macht es keinen Sinn, auf irgendwelche Selbstheilungskräfte oder auch homöopathischen Therapien zu hoffen. Das geht am Ende unter Umständen richtig schief. Und bei Borreliose wird es schwierig, wenn zu spät gehandelt wird. Das sind eben die Fälle, die eben nicht ausreichend behandelt wurden. Und wenn sich dann diese Reaktion einmal festgesetzt hat, das ist im Grunde eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Das heißt, es ist die Borrelien schieben einen gewissen Prozess im Körper an, wo der Körper dann gegen eigene Zellen in verschiedenen Regionen agieren kann. Und das ist dann richtig unangenehm. Dann wird dann sind im späteren Verlauf gegebenenfalls auch immunsuppressive Therapien, die wieder ihre eigenen Nebenwirkungen haben, Steroide, Azathioprin, Immunglyphen, was auch immer. Es gibt also dann eben eine Fülle von Zusatzwirkungen und Nebenwirkungen, die man dann in Kauf nehmen muss. Was kann ich tun, damit ich gar nicht erst von der Zecke gebissen werde? Wie kann ich mich also schützen? Das Wichtigste immer, am besten jetzt gerade bei diesem Wetter im Wald, wenn man schon im Wald spazieren geht, also wie funktioniert das Ganze? Die Zecken sind eigentlich faule Wesen mit einer einzigen Lebensaufgabe, am Busch zu hängen und zu warten, bis irgendein warmblütiges Wesen, ob das jetzt ein Fuchs, ein Reh oder ein Mensch ist, vorbeikommt, sich fallen zu lassen, sich voll zu saugen, dann eben diese Erreger zu versprühen und auf den Boden zu fallen. Das ist das, was passiert. Also das heißt, die Primärprävention ist tatsächlich erstmal geschützte Kleidung, leichte Kleidung, die auch bis den Arme bedeckt, vor allem auch eher lange Hosen zu tragen im Wald, kann man ja auch dünne Hosen tragen, dann ist schon mal das Risiko, dass überhaupt eine Zecke sich festsetzt, gering. Wenn es dann passiert ist, empfehle ich auch eher die Entfernung durch eine fachkundige Person, das heißt eine medizinische Fachangestellte, eine Krankenschwester, einen Arzt, weil man hierbei einiges falsch machen kann. Zeckensets gibt es, die auch käuflich sind, die muss man natürlich richtig einsetzen. Das Wichtige ist, dass die Zecken eine leichte Drehung ihrer Zangen haben und da kann man eben einen Fehler machen, wenn man die gerade rauszieht, ist das Risiko, dass sie eben dann zum Teil stecken bleiben. Wenn man sie zu stark quetscht mit der Pinzette, dann kann sozusagen das gerade ausgesaugte Blut wieder reingedrückt werden und damit auch die Borrelien, die im Darm der Zecken sozusagen überleben. Auch die Idee, mit Klebstoff die Zecken abzutöten, ist keine gute, weil dann im Rahmen des Sterbeprozesses der Zecke auch dann es zur Entspannung der Kiefermuskulatur kommt und auch dann die Borrelien in die Wunde gelangen. Wenn Sie die Sets verwenden, bitte Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und richtig anwenden. Wenn Sie sich unsicher sind, bitte entsprechend ärztlichen Rat aufsuchen oder auch entsprechend fachkundige Pflegekräfte oder medizinische Fachangestellte, die das können, daran lassen. Am besten ist es auch tatsächlich Kinder, die draußen beim Spielen waren, gerade jetzt in der Frühsommerzeit immer sorgfältig abzusuchen. Auch Hunde, Haustiere, die irgendwo im Feld rumgestreift sind, immer abends absuchen auf Zecken. Denn das ist tatsächlich etwas, was jetzt in dieser Jahreszeit eine der ja, leider nicht ungefährlichen Erkrankungen ist. Wie gesagt, Borrelie ist behandelbar, die Frühsommer-Meningitis-Enzephalitis ist de facto bis heute nicht wirklich behandelbar, FSME. Da hilft nur die Impfung. Auch hier empfehle ich wirklich, die Kinder und auch Erwachsene sollten sich so nach 10, 15 Jahren nochmal wieder auffrischen lassen. Also um auch immer einen entsprechenden Titer zu haben. Also vor einer Auffrischungsimpfung empfehle ich, den FSME-Titer abnehmen zu lassen, weil die Faustregel nach 10 Jahren nicht immer richtig greift, weil auch bei manchen tatsächlich noch Titer vorhanden sind oder eine Überimpfung ist auch wieder nicht vorteilhaft. Also wenn Wiederholungsimpfung vorher Titer abnehmen lassen. Borrelien kann man antibiotisch behandeln, muss man aber dann auch zeitnah effektiv behandeln und effektiv heißt hier 21 Tage voll durchbehandeln und keine Pause machen. Wie sinnvoll ist denn die FSME-Impfung Ihrer Meinung nach? Also ich empfehle grundsätzlich immer die vorgegebenen Impfungen zu machen. Ich habe selbst noch als Kind Masern gehabt, ich habe auch Keuchhusten gehabt, ich habe als Kind Typhus gehabt, weil ich in Indien gelebt habe und ich habe noch Zeiten erlebt in Indien, wo man jedes Jahr zigtausende von Toten an Typhus, Cholera und alle möglichen Pocken sogar. Ich hatte damals sind noch Leute an Pocken gestorben in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich kann nur sagen, Impfungen haben eine Menge Schaden von der Menschheit abgewendet. Und in diesem Sinne kann ich nur dafür plädieren, die vorgegebenen Impfungen auch immer durchführen zu lassen. Wenn man jetzt den Körper nach Zecken absucht, gibt es da bestimmte Stellen, auf die man achten sollte? Im Prinzip alle Stellen, die von der Kleidung nicht bedeckt sind. Das sind vor allem Nacken, Dekolleté, Arme, aber auch die Unterschenkel nicht vergessen. Und je nachdem, wie leicht bekleidet sie rumgelaufen sind oder rumlaufen, müssen sie eben dann eben an die Stellen auch absuchen. Die Haare ist jetzt aber bei dichtem Haar gar nicht so mal das Hauptthema. Wenn der Scheitel natürlich breiter wird mit den Jahren, dann sollte man da dann natürlich auch gucken. Und was kann ich eigentlich noch so Sinnvolles mit einer herausgedrehten Zecke machen, außer sie einfach wegzuwerfen?
Es ist vielleicht hilfreich, also wenn man es genau machen will, nimmt man die, nimmt sie in Gläschen und gibt sie auch ins Labor, dann können die nämlich untersuchen, ob die zum Beispiel mit Borrelien oder mit FSME befallen waren. Das ist eine kleine Untersuchung, die man natürlich extra bezahlen muss, aber dann hat man eine gewisse Sicherheit, ob hier tatsächlich eine Übertragung hätte stattfinden können oder nicht. Nehmen die Fälle rund um Zeckenbisse und Reaktionen auf der Haut denn jetzt zum Beispiel in der Blaustein-Klinik aktuell auch wieder zu? Das ist regelmäßig in dieser Jahreszeit, dass die Leute mit solchen Sachen kommen. Und leider oft bemerken sie es nicht. Und dann stellt man das zufällig fest bei der Hautkrebsvorsorge oder dergleichen, dass jemand da irgendwie einen roten Ring am Unterschenkel hatte dergleichen. Und dann fällt den Leuten auf einmal ein, ach ja, ich war letztes Wochenende beim Waldspaziergang. Und dann muss man entsprechend reagieren. Und wir erleben immer wieder auch im Rahmen einer Durchdiagnostik eben Zufallsbefunde, wo tatsächlich eine stattgehabte Borrelieninfektion stattgefunden haben muss oder existieren muss, von denen die Patienten oft gar nichts wissen. Und auch hier ist es dann manchmal so, dass selbst nach Jahren auch behandlungsbedürftige Titter entstehen, sodass dann auch nochmal eine entsprechende antibiotische Therapie hilfreich ist. Ich hatte erst neulich einen jungen Mann, Mitte 30, der hatte eine seltene Hauterkrankung, eine sogenannte Sklerodermie. Und da gibt es seltene, das sind immer wieder beschrieben, Assoziationen, also Verbindungen zwischen Borrelieninfektionen und dieser Verhärtung. Also es kommt dazu einer selbstständigen, starken Vermehrung des Unterhautbindegewebes und des Kollagens. Die Haut wird zum Teil panzerhart, daher der Name ist Sklerodermie, harte Haut auf Griechisch. Dann haben wir gesehen, dass der einen erhöhten Borrelientitter hatte. Wir haben dann entsprechend behandelt nach 3 Wochen und nach 6 Wochen war die Sklerodermie deutlich rückläufig und nach einem Vierteljahr war sie verschwunden. Also insofern, wenn es aber dann erstmal zu den richtigen Nachkrankheiten kommt, wie neurologische Veränderungen, rheumatische Veränderungen, Muskelschmerzen oder eben diese Acrodermatitis chronica atrophicans, da ist dann oft nicht mehr viel zu machen. Also insofern immer wieder der Appell, rechtzeitig hinzugehen bei entsprechenden Symptomen, sich an den fachkundigen Arzt, also der Hautarzt ist halt der Hausarzt für die Haut und kennt sich da aus und da können Sie vertrauensvoll hinwenden. Wo kann ich mich denn sonst noch über das Thema informieren? Wer sich näher informieren möchte, also das Internet ist ja für alles gut, aber manchmal auch für Fehldiagnosen. Es gibt eine Website der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, die sehr gute Hinweise zu den aktuellen Stand der Leitlinien, wie man das richtig behandelt und diagnostiziert, eben darstellt. Es gibt eine Website der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, auch da kann man sich die Informationen holen. Also all das ist möglich, das sind wichtige und wertvolle, auch wissenschaftlich begründete Hinweise. Vor irgendwelchen Foren oder Chatgruppen dergleichen rate ich eher ab, weil da auch zum Teil leider einiger Müll kommuniziert wird. Nicht bei allen, aber eben dann doch gelegentlich kommt das vor. Vielen Dank, Professor Ralf-Uwe Peter von der Blaustein-Klinik in Blaustein. Also immer schön aufpassen, die Zecken sind wieder unterwegs und nicht zu unterschätzen. Ich bin Paolo Percoco, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, einfach gut informiert.